Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play mit Cabellum. Pennywise, unser Gegner. Keine Ahnung, wo ich hin will heute. Mal gucken, wir lassen es auch mal zukommen. Ich habe meine Marksman-Tags nochmal geändert. Mal schauen, ob das toll ist oder nicht. Anderer Ansatz. So, was kriegen wir denn hier? Quick Supply für die 4A-T, den 4A-T-Start. Das ist raus wegen den Mustangs. Ich habe mein Mikrofon auch mal in eine neue Position gebracht. Können wir mal sagen, ob das schlechter oder besser ist, vollkommen egal. Sieht so aus, als ob ich hier Akro spielen würde. So einen Einsatz zu pushen. Wenn hier muss tendenziell nochmal ein Crawler hin, ne? Lass den noch eins weiter raus. Vielleicht so irgendwie. Nicht optimal für mich. Ich würde denken können, dass er auch pusht eigentlich, gell? Ja, wird schwierig die Runde. Weil meine Einheit absolut sehr auseinander sind, ich keinen Spam mehr habe. Dürfte jetzt auch den zweiten Debuff kriegen. Yep. Der Marksman stirbt, aber okay, der Marksman stirbt auch noch. Bisschen zu spät allerdings. Und selbst wie Crawler. Aber gut, damit ist nicht ganz so schlimm die Runde. Ist okay. Also sind sie hardcore im Gesicht des anderen quasi. Ich brauche 300. 400 brauche ich. Okay, habe ich. Er kann aber eher durch die Mitte durch. Ne? Ist halt die Frage, ob er es macht. Fire Badger finde ich überhaupt nicht cool. Ich denke irgendwie so. Ja. Natürlich High Value der Satellit für ihn, aber. Noch 50, die verloren sind. Sind nochmal eine Flanke hin. Ja, muss ich überlegen, wie ich damit umgehe. Okay. Also läuft überhaupt nichts bisher. Oh Gott, ey. Könnte aber ein Rhino direkt hinsetzen. Fertig. Also er könnte aufs Boot setzen, theoretisch. Ich gehe irgendwie auf die Typhoons, denke ich. Die gefallen mir hier sehr gut. Was die dritte schon Giant hin. Sehr teuer halt, die da hinzustellen, gell? Überlegt, einen Rhino da hinten hinzustellen.
Okay. Naja, jetzt habe ich gerade wieder Mist gebaut, offensichtlich. Jetzt muss ich einen davon nehmen. Okay. Wollte ich eigentlich nicht. Ist jetzt so. Hätte ich die Balls mal gelevelt, aber es reicht auch so. Die Balls machen ihren Job. Wobei, ich könnte ein paar mehr gebrauchen. Naja. Die Mal ist anders. Ich habe noch Balls von da drüben. Den einen mag's, dann würde ich gerne noch töten. Das klappt auch. Aber der zweite Fortress ist natürlich sehr wertvoll für ihn. Okay, hat aber geklappt am Ende des Tages. Ja gut, dann ist das halt so. Ich glaube hier nicht am ehesten. Ich könnte Efficiency mitnehmen, ehrlich gesagt. Den will ich leveln. Ich würde eigentlich gerne hier noch was hinstellen. Schwierig. Mann, hier kommt jetzt wieder eine weitere Geschichte. Ich würde eigentlich auch gerne hier den Tag ausgeben. Wird nicht klappen. Also für die hätte ich gerne einen Tag ausgegeben, meinte ich. Ja, die muss ich so anstellen, dass die auf den einloggen. Anders kann das nicht funktionieren. Mal gucken, was passiert. Der ist vielleicht noch mehr Steel Balls auch. Gegen den Steel Ball Range vielleicht. Ich glaube, ich brauche einfach mehr Chaff vor allen Dingen. Der genommen, nix oder wie? Die Waffe, bevor der stirbt, wäre schön gewesen, wobei es auch nicht so mega wichtig ist, ehrlicherweise. Weil es irgendwie keinen Schaden macht. Ja, das Timing meiner Einheit ist gerade ein kleines Problem. Also eher ein großes Problem, um genau zu sein. Den kriegen wir da, mehr werden wir nicht schaffen. Der Rest stirbt. Ja gut, ich muss einfach hier übermannen und dann mit Steel Balls da auch reingehen. Das passt schon. Hier bin ich halt auch sehr offen gegen Rhino-Geschichte. Ihr könnt theoretisch mit Rhino versuchen reinzukommen. Ich glaube, das ist alles Quatsch. Das Scorpion könnte man überlegen, aber ich glaube, am besten ist hier das Boot einfach. Und wir machen da auch keine halben Sachen jetzt. Das Schild drauf, hat er drauf. Okay. So gern auch hier das Schild mal drücken. Vielleicht kein Grund dafür, das Ding zu leveln, oder? Ich mal lieber mehr davon, mehr Crawler.
Passt. Okay, wir schauen mal. Ja, die sterben zu langsam, jetzt bin ich endlich drauf, was ist ein bisschen spät gefühlt. Oh, mehr Spam noch. Crawler Debuff kommt rein. Okay. Gewonnen habe ich die Runde in jedem Fall, weil er keine Luftabwehr mehr hat, wenn der Maximum stirbt. Und den leveln wir auf jeden Fall auch. Weiß gar nicht, ob ich jetzt noch großartig mehr in die... Wobei, es macht schon Sinn, in die Boote zu investieren, vermutlich. So ein zweites holen. Steelball Production Item. Ich glaube, das ist es nicht. Das wird jetzt hier einfach zu Ende gespielt. Könnt ihr einfach nochmal ein Race spielen? Die Gen Beam fühlt sich hier auch sehr stark an. Die haben gelevelt. Die haben auch gelevelt. Ich hätte gerne auf jeden Fall hier mal eine Missile, weil es mir zu schlecht abgesichert ist. Jetzt kann ich irgendwas leveln. Ich glaube, ich gehe lieber Speed. Hier gewinne ich jetzt auf jeden Fall. Er stirbt auch. Level 3 macht seinen Job. Jetzt aber hier von dem Level 3 Marks und auch behagt, glaube ich, kriege den Debuff da drüben. Und damit pushe ich durch. Der wird sterben am Steel Ball, sehr gut. Mein Overlord Endboss überlebt. Nicht das, was wir sehen wollen, ehrlich gesagt, super Heavy Armor. Wie viel Schaden macht der? 14k. Hier das mal, den würde ich jetzt auch noch mal leveln wollen, ehrlich gesagt. Den zu leveln lohnt sich, denke ich auch. Dann hätte ich gerne nochmal einen Race für hier, einfach damit ich hier auch den Degen Beam nochmal bocke direkt. Noch euch hier so hinstellen. Mehr Einheiten. Ich kann noch zwei Einheiten rekrutieren. Speed war, glaube ich, echt wichtig hier. Hier nochmal Crawler hin. Hier nochmal mehr Crawler hin. Und dann geben wir noch Defense aus. Mal gucken. Ihr Schild stirbt an den Steel Balls. Die haben eingeloggt und dann ist er tot. Ja, hier verliere ich aber hart jetzt. Aber hier gewinne ich super hart.
Er hat halt komplett hier in die linke Flanke investiert, ne? Meine Missile hat die Crawler killed. Ja, ist in Ordnung. Jetzt darf ich gerne die befohlen, gerne noch vor mir. Ne, kriegt nach mir, ist egal. Oder ist vermutlich. Ich hoffe, dass ich hier den Debuff noch kriege. Kriege ich. Gut. Das GG noch nicht ganz, ne? Aber das ist halt jetzt. Das sieht brutal jetzt für ihn. Die Level 4 Steel Balls. Rot killt halt einfach alles. Den da könnte ich theoretisch hier drüben hinpacken. Königsflanke ist halt denkbar für ihn. Könnte ich auch spielen. Ist ziemlich brutal. Da ist auch ziemlich brutal. Gibt es einfach irgendwas, wenn mir die Zeit fehlt. Wie hätte ich gerne noch gedrückt? Und ich hätte gerne hier noch, oh Gott, ich habe die Flanken nicht geschützt. Das wollte ich unbedingt machen, aber ich war zu dumm, rechtzeitig hier zu Sachen zu tun. Er implodiert als Instant, oder? Den gelevelt? Nicht mal den habe ich gelevelt. Okay, war auch nicht nötig. Stark genug. Debuff, ja, okay, das war's. Ich habe nicht gut gespielt, nicht perfekt gespielt die letzte Runde. Hätte ich viel mehr noch machen können. Ich hätte gerne meine Flanken geschützt, weil es war halt riskant. Und mal gucken, ob ich gewinne, aber sollte ich eigentlich, ne? Verliert sein Tower ja auch. Natürlich gut gegen meinen Overlord, die Phönixe. So. Ja, keine Ahnung, wie gut hier die Typhoons wirklich waren. Die haben halt dafür gesorgt, dass ich mein Schaff einfach wegmisseln konnte, ne? In dem Maße. Das Efficient. Light Manufacturing hat sich auf jeden Fall gelohnt, denke ich. Ja. Dass ich den nicht gelernt habe, war auch so free von mir. Hat auch keinen Kredit ausgegeben, also wollte noch ein bisschen Geld sparen. Ja, keine Ahnung, das war auch Quatsch von ihm natürlich. Hätte mehr Firebatch gesetzt, um die Crawler zu klären, macht auch irgendwie Sinn. Ich meine, die hatte ich ja nur hingesetzt, um den hier abzulenken, damit der über länger überlebt mit seinem Schild. Vermutlich auch geklappt. Und der Overlord war halt der absolute Goat, ne, weil er die ganze Zeit hier die ganzen Giants in der Front gekillt hat. Soll wohl eine gute Wahl gewesen, den zu nehmen und nicht den Rest. Und ja, vielleicht hätte ich auch hier mit Steel Balls hier mehr reißen können, ich den einfach mehr hier Steel Balls mit Range hingesetzt hätte. Andererseits hatte ich dann, kam die Super Heavy Armor dann kurzer Zeit später, da war es natürlich gut, keine Range ausgegeben. Ah, nee, Range ist ja egal, ne? Ich habe gerade an Extended Range Steel Balls gedacht. Aber ich denke, damit war dann das Energy Absorption einfach stark, weil der halt so extrem heavy ist. Wenn er sich einmal festgesaugt hat, stirbt er quasi nicht mehr. Naja, wie noch sei. Ich sage danke fürs Zuschauen, gerne abo lassen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.